Fühlt sich richtig gut an, fühlt sich auch verdient an. Es war über weite Strecken ein kampfbetontes Spiel, wo wir unterm Strich die größeren Chancen hatten. Von daher nicht unverdient gewonnen. Was man aber fairerweise sagen muss, dass wir wirklich gegen einen guten Gegner gespielt haben und die auch Chancen hatten und ein Tor hätten erzielen können. Von daher nehmen wir es gerne mit, so wie es ist. Einen verdienten Sieg in der Fremde, das ist schön. Also Peters Bauchgefühl sagt, Mittelfußbruch. Wir sind dabei, sofort schon seinen Rücktransport zu organisieren, dass er sofort geröntgt wird. Ob es jetzt so ist, schwer zu beurteilen, aber Peter sagt ihm sofort, es hat geknackt und es fühlt sich an, als ob der Fuß durch ist. Natürlich sehr, sehr bitter zu so einem frühen Zeitpunkt, dass uns da der Abwehrchef wegbricht. Umso erstaunlicher, dass die Jungs diese Defensivleistung an den Tag gelegt haben. Ganz ehrlich, heute stelle ich mir vor, dass wir gleich mit gelöster Stimmung nach Hause fahren. Heute spreche ich nicht über Viktoria Köln. Damit beschäftigen wir uns ab morgen, ich mich ab heute Nacht. Die Jungs haben bis morgen oder Montag Zeit und das ist früh genug.